Hallo Leute, ich begrüße euch auf meinem Kanal und zu einer weiteren Folge Assassin's Creed Odyssey. Das Vermächtnis der ersten Klinge. Wir sind im DLC unterwegs. Und ja, fünfte Folge schon und wir schauen noch mal, was wir heute zu erledigen haben. Mach mal das Bildmachgerät an und dann schauen wir doch mal auf die Karte. Hier scheint jetzt erstmal nichts zu sein. Das heißt, wir werden... Schauen wir mal die Quests an. Wir könnten eigentlich Vermächtnisquest. Wir könnten vielleicht die Nebenquests mal machen. Er geht einer Spur auf dem Hof in Makedonien nach. Auf einem Hof. Ein Kampf liegt zwischen der südöstlichen Region des unerforschten Pangaion-Gebirges. Das sind hier die Söldner, die wir noch killen müssen. Das waren auch drei Stück. Südöstlich. Pangaion-Gebirges. Südöstlich. Das ist, könnte vielleicht hier auch irgendwas sein. Aber südöstlich wäre eigentlich eher hier. Na komm, ich würde sagen, wir gehen mal hier, machen das Fragezeichen und dann gehen wir mal hier runter und werden dann mal so die Richtung hier abklappern. Da werden wir auf dem Weg bestimmt noch ein paar Sachen finden, denke ich mir. Genau. Fünfte Folge schon. Ich bin gespannt, wie lange das DLC hier noch geht. Trophy-mäßig haben wir noch gar nichts bekommen. Also, ja, mal schauen. Militärlager. Jetzt können wir auch vielleicht mal die Fähigkeit ausprobieren, die neue. Weiß ja eben nicht, wie wir die anwenden. Schleichangriff. So können wir sie nicht anwenden. Okay, dann haben wir den auch schon mal down. Auf den Gegner hier.
Gut, dann schauen wir hier runter. Und ist auch gleich der erste Söldner, den können wir dann auch gleich mitnehmen. Und jetzt muss ich nochmal in die Fähigkeiten schauen, wie das dann funktioniert. Geskillt hätten wir es ja schon. Ratnatter können wir verschwinden. Wir müssen praktisch nur ein Attentat ausführen. Okay. Also wir nehmen auf jeden Fall noch das ganze Material mit. Die mal frei hier. Bei Hermes, ich bin endlich frei. Gut, und dann gehen wir gleich weiter. Hier mal ein Ausrufezeichen. Und hier müsste auch der Söldner sein. Bloß nicht sehen lassen. Dann kommen die auch mal gleich weg. Kann man bestimmt direkt snacken. Okay, dann haben wir ja schon den ersten. Ich
Quest abgeschlossen, Gaia die Faust. Okay, gehen wir mal hier hoch. Mein Problem nicht lösen willst, bin ich nicht interessiert. Oh, die Söldnerin mit dem Adler. Ah, Cassandra, du bist da. Das großartig. Noch jemand. Wenn ihr hier nichts Wichtiges zu erledigen habt, sollten wir unsere kleine Gruppe auflösen. Muss ich denn krank zu sein? Bitte, mir geht's gut. Ehrlich. Sagt mir, was hier vorgeht. Du musst der Archon von Potidea sein. Erzählt mir von der Krankheit. Die Kunde scheint sich schnell zu verbreiten. Genau wie diese üble Plage. Diese Idioten stecken sich schneller an, als wir ein Heilmittel finden können. Ich hörte, es gäbe eine Ärztin in diesem Dorf. Wir suchen sie. Wer nicht? Diese Malakas ist auf der Suche nach Zutaten. Ich habe schon Männer nach ihr geschickt. Wenn du so viel Zeit für Geplänkel hast, warum hilfst du nicht einfach? Ich helfe dabei, die Ärztin zu finden. Dann machen wir noch. Ich finde diese Ärztin. Gut, tu das. Sie ist nie da, wenn man sie braucht. Wenn du sie nicht findest, brauchst du nicht zurückzukommen. Wenn du dir das einfängst, was hier grassiert, werde ich auf einem der Leichenkarren Platz machen müssen. Das sollte dich nicht weiter kümmern. Ich finde diese Ärztin und bringe sie her. Besser wär's. Ihr müsst doch wissen, wo sich die Ärztin ungefähr aufhält. Diese Malakas ist in den Wald gegangen. Sie murmelte etwas von Zutaten. Eine Plage, ein niedergebranntes Dorf. Das ist doch kein Zufall. Natürlich ist das kein Zufall. Wir wurden verflucht. Ich schaue mich um. Treffen wir uns wieder hier, wenn du fertig bist. Okay, ich ziehe los. Ich kümmere mich jetzt um die Ärztin. Bitte, beeile dich. Okay, schauen wir auf die Karte. Vielleicht finden wir sie ja gleich. So, die Männer des Archon suchen nach einer Ärztin in Makedonien. Sie wurde zuletzt an der Küste der Dreifachhalbinsel gesehen. Das ist sie hier. Sie wollte in der Unterwasserkaverne im Osten von Potaida. Muss hier sein. Nach Zutaten suchen. Okay, dann gehen wir doch mal hierher. Unterwasserkaverne, okay. Schauen wir mal, wenn wir tauchen müssen, müsste ich eigentlich den Dreizack wieder ausrüsten. Ich hab sie. Okay. Da unten ist er auch schon. Was ist hier passiert? Oh, die ist tot, oder was? Männer waren. Oh. Aha, okay. Du bist die Adlerfrau.
Du musst die Ärztin aus Potidea sein. Der Archon sucht schon nach dir. Natürlich tut er das. Ich wusste doch, dass etwas nicht stimmt, als seine Wachen auftauchten und mich angriffen. Was? Er scheint extreme Maßnahmen zu ergreifen. Das stimmt. Und obwohl ich seine Sorge um das Dorf gut verstehen kann, sollte das nicht auf Kosten Unschuldiger gehen. Gehen wir zurück nach Potidea. Noch nicht. Banditen haben meine Zutaten gestohlen und versteckt. Nur mit ihnen kann ich das Dorf retten. Unschuldige könnten sterben. Ich besorge deine Zutaten. Wie erwartet bist du so gütig, wie du aussiehst. Ich danke dir für deine Hilfe. Ich besorge die Zutaten. Und ich gehe zurück ins Dorf und bereite sofort mehr von meiner Arznei zu. Wir sehen uns in Potidea. Ich gehe zurück in die Stadt. Bring meine Zutaten. Erreiche dein Schiff, okay. Dann gehen wir doch mal auf Schiffchen. Zerstöre die Banditenschiffe, um an das Heilmittel zu kommen. Okay, somit hätten wir das erste. Schaffen wir uns das zweite gleich. Sehr schön. Offene Gewässer! Volle Geschwindigkeit! Schauen wir mal, vielleicht können wir gleich da hinten anlegen sogar. Hier könnten wir eigentlich gleich anlegen. Schiffsdock. Jo, dann gehen wir uns das mal da. Bin ich so Mensch. Thank you.
möchte auf jeden Fall auch schauen, dass ich das Level 70 bis zum nächsten DLC halt dann auch habe. Wir müssen Gas geben jetzt, wir müssen Speed leveln. Sehr schön. Du hast uns vergiftet! Wie er... Was geht hier vor sich? Cassandra! Ich habe Gift in der Wasserversorgung gefunden. Das ist sicher das Werk des Ordens. Söldnerin, du bist heil zurückgekehrt. Hör zu, wenn ich mit dir rede. Du versuchst uns zu sabotieren. Leugne es nicht. Archon, bitte beruhige dich. Die Leute haben deine Arznei getrunken und sind dennoch gestorben. Dein Heilmittel ist nutzlos, genau wie du. Bitte beruhige dich, Archon. Die Arznei dieser Ärztin hat alles nur noch schlimmer gemacht. Wie erwartet ist die Ärztin an allem schuld. Ich wollte nur helfen. Doch jemand wie du, der es vorzieht, Probleme mit Gewalt zu lösen, wird das wohl kaum verstehen. Genug jetzt, ihr beiden. Einer von euch steckt hinter all dem und ich finde heraus, wer es ist. Ich sagte Arch, wenn es ist, weil der hat ja auch die Soldaten geschickt, um sie zu töten. Komisch, dass du die Ärztin von Wachen verfolgen lässt, Archon. Erklär mir das. Wovon redest du da? Ich habe nichts dergleichen getan. Wachen, ergreif die Söldnerin! Töte die Söldnerin! Sie ist hier die wahre Verschwörerin! Attacke! Okay. Beeindruckend. Wie erwartet bist du eine gute Kämpferin. Sein Verfolgungswahn trieb ihn zu grauenhaften Taten. Ich kann leider nichts für die Menschen hier tun. Seinetwegen vertrauen sie mir nicht länger. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder, Adlerfrau. Wie liefen die Nachforschungen? Ich fand diese Notiz. Was hältst du davon? Meine Wölfe heulen, meine Eber knurren und meine Krähen verschwören sich. Alles für das Blut der Verdorbenen. Du wirst sie mir bringen, wie erwartet. Also befehle ich der Jäger Tiere, die sich normalerweise gegenseitig zerfleischen. Na toll. Etwas, worauf ich mich freuen kann. War das der Orden? Das haben sie unseretwegen getan, um uns herauszulocken. Vater hatte recht. Nun verstehe ich, warum wir uns verstecken. Warum wir fliehen. Das ist meine Schuld. Wir taten, was wir konnten. Mehr war nicht möglich. Hab Dank, Cassandra. Wir treffen uns im Versteck. Dort können wir reden. Okay, Ältestenhinweis und Ermittlungen.
Gut, Leute, dann würde ich sagen, machen wir doch Schluss an dieser Stelle. Und schauen natürlich in der nächsten Folge, wie es weitergeht. Ich würde in der nächsten Folge gerne die letzten zwei Söldner noch töten. Dann wäre die Quest nämlich auch durch. Und ja, dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Da ist schon wieder ein Söldner. Okay, dann werde ich den gerne mal schnell fertig machen. So, Leute. Jetzt aber gut. Jetzt würde ich sagen, jetzt machen wir wirklich einen Cut. Wir schauen in der nächsten Folge, wie es weitergeht. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wünsche euch noch viel Spaß auf meinem Kanal mit den anderen Let's Plays. Und wenn ihr wollt, würde ich mich sehr, sehr freuen, wenn ihr wieder reinschaut. Gut, bis dahin. Ciao, ciao. Reingehauen. Euer Andi.